Elektromobilität ist ein Zukunftsthema in der Wirtschaft. Als Innovatoren liefern Unternehmer und Handelnde nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, die den Wirtschaftsstandort stärken. Technologien von morgen schon heute erleben. Elektrisiert in Ostbrandenburg. Mein Name ist Jörg Peter, ich bin Geschäftsführer hier in der Autowelt. An den drei Standorten in Barnim, Bernau, Hinofurt und Schöneiche. Wir sind hier in den drei Standorten ca. 65 Mitarbeiter für die Marke Renault, Dacia und Dodge zuständig. Wir verkaufen im Jahr ca. 1200 Fahrzeuge an diesen drei Standorten, wobei Bernau mit 650 Fahrzeugen der stärkste Standort ist. Mit der Verkaufsförderung durch die Bundesregierung seit 2020 ist der Verkauf der Elektrofahrzeuge rasant angestiegen. Wir haben im Jahr 2020 ca. 250 Elektrofahrzeuge verkauft und wir gehen fest davon aus, dass wir diese Zahl auch im Jahr 2021 erreichen werden. Wir haben hier am Standort Bernau die erste Elektrotankstelle in Zusammenarbeit mit den Bernauer Stadtwerken eröffnen können vor gut 5 Jahren und haben an allen Standorten uns in den Werkstätten so eingerichtet und so qualifiziert, dass wir den Großteil der Fahrzeuge und die darin verbundenen Arbeiten hier an allen Standorten durchführen können. Der Großteil unserer Kunden, die hierher kommen und den Wunsch haben, ein Elektroauto zu kaufen, haben sich im Vorfeld umfassend mit der Thematik beschäftigt. Angefangen von der Frage, wo lade ich dann mein zukünftiges Elektroauto, bis hin zu der Förderung, die momentan vom Staat ausgelobt wird. 6.000 Euro für rein elektrische Fahrzeuge, 4.500 Euro für Hybridfahrzeuge, sodass es in vielen Fällen noch um die Ausstattungsmerkmale ihres neuen Elektrofahrzeuges geht oder um die Farbe und die Art und Weise der Finanzierung. Jeder, der das erste Mal mit einem Elektroauto unterwegs ist, den zaubert die Beschleunigung des Fahrzeugs ein kleines Lächeln ins Gesicht. Ansonsten macht es schon Spaß, mit einem Elektrofahrzeug geräuschlos durch die Lande zu fahren und mit der aktuellen Reichweite von 300 bis 350 Kilometern ist man auch dort nur noch bedingt eingeschränkt. Wenn wir mit der Elektromobilität weiter vorankommen wollen, ist es zwingend notwendig, dass wir hier die entsprechende Infrastruktur zum Laden dieser Fahrzeuge realisieren.